Sack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind auf dem Monatsbericht der Jugendmannschaft vom Geschäftsführer und wollen sie natürlich gleich mal angucken, mal schauen, was unsere Jugend so macht. Ist ja sehr wichtig in diesem Karrieremodus, deswegen sind solche Berichte auch immer wieder was sehr, sehr Schönes, weil wir da sehen, wie die Jungs sich so entwickeln. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen, wäre eine großartige Geste. Und wir wollen natürlich heute durchstarten gegen ja, Crystal Palace und gegen Manchester United. Nicht im Theater of Dreams, nicht im Old Trafford, sondern zu Hause im St. James's Park und mal sehen, wie das Ganze so laufen wird. Das Ganze ist hier vorproduziert, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht auf irgendwelche Vorschläge und so weiter eingehen können. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass auch im FIFA 16 Karrieremodus am Start sein wird und zwar nicht nur einer, sondern gleich zwei und zwar einer von Arminia Bielefeld und einer wieder von den Magpies von Newcastle United. Hier sehen wir übrigens, wir haben wirklich sehr, sehr viele geile Jugendspieler, unter anderem den Akbonlahor, den ich natürlich sehr lustig finde, weil er den Namen halt einfach hat. Aber naja, auf jeden Fall warten wir noch bis zum Ende der Saison, bis wir die hochziehen, beziehungsweise zumindest bis zur Winterpause. Begovic ist zum Spieler des Monats ernannt worden und Anita, unser quasi Ex-Sechser, unser Ersatz-Ex-Sechser, trifft heute auf uns, dementsprechend auf seinen Ex-Verein und wir machen eine Änderung, die so ein bisschen, ja, Nostalgie nimmt, beziehungsweise die so ein bisschen das Ende einer Ära bedeutet. Und zwar geht Zlatan Ibrahimovic aus der Startelf und dafür wird die neue Generation eingeleitet mit Campbell. Der ist zwar schon ein bisschen älter, ist natürlich nicht der, den ich da vorne drin haben will. Wir müssen im Winter Neuzugang holen, aber Ibrahimovic ist erstmal raus. Mal sehen, wie es laufen wird gegen Crystal Palace ohne Ibra. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Newcastle zuletzt mit Sieg in der Liga und unentschieden in der Champions League. Das wäre für Crystal Palace auch mal wieder ganz schön. Jedoch ja, haben die seit Ewigkeiten keine drei Punkte mehr geholt und stehen dementsprechend auf dem 16. Tabellenplatz, während Newcastle mal wieder an der Spitze kratzt und zwar auf Tabellenplatz 2 momentan hinter Manchester City. Die haben sich mit einem Sieg abgesetzt, allerdings kann Newcastle mit einem erneuten Sieg heute nachsetzen. Das wollten sie natürlich auch machen. Allerdings musste Crystal Palace sich ja auch anstrengen, denn irgendwie wollten die unten rauskommen, aber gerade auswärts im St. James's Park ist das relativ schwierig. Sie hatten viele Zuschauer mitgebracht, die wieder unterm Dach saßen, so wie immer. Allerdings ist der St. James's Park mehr oder weniger eine relativ uneinnehmbare Festung geworden, seit MGT der Trainer bei Newcastle ist. Und er wollte hier natürlich gegen seinen Ex-Spieler Vernon Anita eine gute Leistung seiner Mannschaft sehen. Bei Newcastle Begovic natürlich im Tor dahinter, beziehungsweise davor eher Chambers, Laporte, Sané und Mendy, Sippel auf der 6, dann Niang auf rechts, Reus auf links, Cabella, Remy und Adam Campbell in der Startelf. Das Ende einer Ära? Fragezeichen. Ja, Ausrufezeichen, denn Zlatan Ibrahimovic nur auf der Bank und das nicht, weil er angeschlagen oder verletzt war, sondern weil er nicht in Form ist und Campbell momentan die bessere Alternative für MGT, ja, darstellt. Price im Tor bei Crystal Palace, davor dann Kelly, Dan, Suchi und Ward, Anita und Ledley auf der 6, Ben, Bolasi und Williams in der Offensive, hinter Artyoms Rudnevs, der ehemalige Hamburger, in der Sturmspitze alleine auf sich gestellt, Chamakh und Gale als Alternativen auf der Bank, aber natürlich lag das Augenmerk auf Vernon Anita, der Niederländer war vor der Saison gewechselt zu Crystal Palace von Newcastle United und man muss dazu sagen, diese Szene hier ist in der Anfangsphase entstanden und ja, Crystal Palace war in Unterzahl. Rudnevs angeschlagen, kurz draußen. Williams mit dem Ball am Fuß, spielt ihn nach außen auf Bannon, Bannon auf Bolasi, Bolasi auf Williams. Niemand ist beim Ball. Dieser 1:0. So schnell kann das gehen. Plötzlich führt Crystal Palace im St. James's Park. Newcastle eiskalt erwischt. Keine Chance für Begovic, aber da hat niemand so wirklich auf Williams aufgepasst und das darf einem nicht passieren. Bolasi mit dem klasse Pass und der klasse Abschluss. Also wenn da irgendein Keeper was machen kann, den möchte ich gerne mal sehen. Wunderbar gespielt auf jeden Fall. Bannon mit dem Ball raus und im Endeffekt ist es Williams, der das Tor macht. Newcastle ließ sich davon aber überhaupt nicht schocken, sondern spielte auch nach vorne. Remy in bestechender Form zurzeit, wir wissen es alle, trifft in jedem Spiel, setzt sich hier klasse durch, geht in den 16er, macht das super. Cabella 1:1. 11. Minute, genauso wie gegen Liverpool, der erste Torschuss von Newcastle, der erste Torschuss von Cabella, die erste Offensivaktion überhaupt der Magpies und es steht direkt 1:1. So kann das auf jeden Fall laufen, schlecht verteilt von der Defensive von Crystal Palace, deswegen stehen wir unten und Cabella, der 10er, momentan genauso gut in Form wie Remy und dementsprechend ja 1:1. Auf der anderen Seite versuchte sich aber Crystal Palace ranzuhalten, spielte weiter gut nach vorne. Der Ball kommt zu Anita, der auf Ledley, der nochmal zurück und zwar zu Rudnevs. Rudnevs steht frei vom Kasten, abgefälscht. Ja, das blieb beim 1:1. Bitter in der Situation für den Letten. Auf der anderen Seite dann mal ein Flankenversuch von Mendy, abgewehrt und dann geklärt von Kelly. Allerdings gibt es den Einwurf und sie haben Kopfballstarken Stürmer, auch wenn Ibrahimovic nicht da ist. Und das ist Loire Remy.
2:1, 21. Spielminute bzw. 21 Minuten rum und der Franzose natürlich wieder mit seinem Tor. Wie kann es anders sein? Momentan trifft er einfach immer und auch in dieser Partie will er natürlich wieder seinen Stempel draufdrücken. Klasse Flanke von Campbell, der Kopfball von Remy, Price ist chancenlos und es steht 2:1. In der zweiten Halbzeit, dann versuchte Crystal Palace wieder ranzukommen. Wieder über Williams, der Ball auf Ledley, der mit dem Lupfer auf Rudnevs, aber da ist Mendy da. Das Ganze nochmal abgewehrt und dann trotzdem noch der Ball gleich nach vorne auf Anita. Der ist ja gut in Form, wie gesagt, und spielt gegen seinen Ex-Verein Rudnevs mit der Chance. Ja, sie strengten sich an, aber sie schafften es nicht wirklich, an Begovic vorbeizukommen, beziehungsweise ihm gefährlich zu werden. Und wenn, dann vergaben sie die großen Chancen. Wieder mal Anita macht das hier gut raus auf Bolasie. Bolasie mit der Flanke, die rutscht irgendwie durch zu Bennen. Den muss er machen. Macht er aber nicht. 63. Minute, es blieb beim 2:1. Und auf der anderen Seite machte Newcastle weiter Power nach vorne mit Reus. Nach einer kleinen Pause mal der Schuss aufs Tor von Price wieder abgewehrt. Aber jetzt waren sie wieder heiß, jetzt wollten sie wieder nach vorne. Und das machten sie auch mit Marco Reus. Campbell, wieder Reus, wunderbar gespielt, der Doppelpass gegen Kelly, der ist zu langsam, um irgendwie noch hinter Marco Reus hinterherzukommen. Reus, alleine der Schuss, Price sieht nicht gut aus, 3:1 die Entscheidung, 79. Minute, Newcastle United mit ja, dem 3:1 gegen ein desolat verteidigendes Crystal Palace, das war alles andere als gut und was Price da macht, weiß er auch nicht so wirklich, natürlich schwer zu halten dieser Ball, aber so darf der niemals reingehen. Es ging immer noch weiter, Crystal Palace gab sie nicht auf und dementsprechend Platz zum Kontern für Newcastle, Niang mit der Flanke. Danke, Remy ist da, macht fast seinen Doppelpack. Aber Price zeigt nochmal, was er kann und wehrt diesen Ball zu Eck ab. Es war die letzte Szene der Partie. Newcastle mit dem 3:1-Sieg. Der zweite bleibt also an Manchester City dran. Crystal Palace rutscht immer weiter unten rein. Gute Leistung in der ersten Halbzeit, schwache Leistung in der zweiten Halbzeit. Und Loire Remy entwickelt sich immer mehr zu einem Top-Transfer. Momentan haben sie nur einen Weltklasse-Stürmer. Ibrahimovic nicht in Form, aber mit Remy alleine klappt das trotzdem bei Newcastle United. So, wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Stürmer im Winter. Ibrahimovic macht es nicht mehr lang und wir haben das Geld, uns auf jeden Fall einen zu kaufen, vor allem, weil wir ja noch Geld bekommen, weil wir so viele Spiele haben. Wir können auch notfallsweise einen Sippel beispielsweise für 78 Millionen verkaufen, der ist ja immer noch so extrem viel wert, weil der halt so talentiert ist. Übrigens fällt Cabella aus, dummerweise, und zwar das Ganze sogar für 4 Wochen. Gott sei Dank sind wir im Oktober und im Oktober sind nicht so viele Spiele, dementsprechend müssen wir nicht lange auf ihn verzichten. Trotzdem natürlich bitter, wir können das schon irgendwie kompensieren. Wir haben ja Nightingale beispielsweise und der ist jung, der ist agil und der ist willig auf jeden Fall, hier irgendwas rauszureißen. Daniel Schiel haben wir hier gescoutet von Chelsea. Der Österreicher ist aber nicht so interessant. Britt Asamba Longa oder wie auch immer er jetzt heißt. Ich finde es jedes Mal wieder lustig, diesen Namen auszusprechen. Ist er deutlich interessanter, meiner Meinung nach. Wäre nämlich ein Stürmer, genauso wie Saido Berahino, der uns bereichern würde, allerdings genauso gut nur wie Campbell. Dementsprechend muss man da gucken, ob man nicht doch eher einen Top-Stürmer verpflichtet. Aber dazu kommen wir im Winter. Wir sind momentan noch im Oktober. Das heißt, es dauert alles noch ein bisschen. Und naja, wir gehen aufs Spiel gegen Manchester United zu. Wenn jeder glänzt bei Genoa, den haben wir ja verkauft, aufgrund dessen, dass er ja bei uns keine Zukunft mehr gesehen hat. War vielleicht ein Fehler, mittlerweile ist Ibra nicht mehr so gut. Also irgendwie war das Ganze ein bisschen eine Fehlaktion. Aber gut, von mir aus, Inigo Martinez war nicht so ein Top-Transfer, haben wir ja ablösefrei, soweit ich weiß, geholt. Aber notfallsweise können wir ihn im Winter verkaufen, wenn er sich nicht so macht. Momentan sieht es nicht so gut aus, aber er kann sich, wie es da gerade auch stand, noch entwickeln. Also die Chancen bleiben auf jeden Fall gegeben. Wir müssen ein bisschen umstellen, allgemein unsere Mannschaft. De Jong wird Zehner spielen und zwar nicht Nightingale. Das liegt einfach daran, dass ich De Jong mehr vertraue, weil wir gegen United spielen. Können wir da nicht unbedingt Experimente machen. Sippel ist übrigens auf 79 gestiegen, was auch sehr schön ist. Und wir packen dann noch einen Rechtsverteidiger auf die Bank und zwar den guten Darriamba, nachdem ich mich irgendwann mal entschieden habe, wen ich rauspacke, und zwar Jose Perez, weil wir ja Ibra auf der Bank haben. Wir brauchen im Notfall mal einen Außenverteidiger, der nach vorne spielen kann. Kurzawa kann das nicht so wirklich und Chambers irgendwie auch nicht. Wir gehen ins Spiel gegen Manchester. Viel Spaß und bis gleich. Der Rekordmeister zu Gast im St. James' Park und Manchester an der Spitze der Tabelle, allerdings nicht United, sondern City, und genau das wollte man aus Sicht der Red Devils ändern. Man wollte wieder angreifen, man wollte wieder nach oben an die Tabellenspitze. Momentan auf Platz 4, das heißt, man könnte mit einem Sieg an Newcastle United theoretisch vorbeiziehen, wenn es nicht gerade nur ein 1:0 wird. An Arsenal könnte man ebenfalls vorbeiziehen, also auf jeden Fall ein Anreiz für die Reds, beziehungsweise Red Devils natürlich. Allerdings wollte natürlich auch Newcastle gewinnen und oben dran bleiben an Manchester City. Die Meisterschaft zu verteidigen war das größte Ziel des Vereins und genau das sollte mit unter anderem Bayern Young ja hier quasi erreicht werden. Er stand heute so ein bisschen im Rampenlicht, in letzter Zeit nicht mehr so gut in Form und nicht mehr so extrem torgefährlich wie zuvor. Das lag natürlich auch daran, dass die Formation umgeändert wurde und die Taktik verändert wurde, aber trotzdem sollte das heute besser werden. Begovic, Chambers, Laporte, Sané, Kurzawa in der Defensive davor, Sippel, Young, Reus und De Jong und im Sturm wieder Adam Campbell und Loire Remy, das heißt Ibrahimovic wieder nur auf der Bank. Das Ende der Ära ist wirklich eingeläutet bei Zlatan Ibrahimovic, der Schwede nicht gut in Form und dementsprechend kriegt Campbell seine
zweite Chance hintereinander in der Startaufstellung von MGT. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ja, sie wollten sich versuchen vorne. Lindegaard, Raphael Rojo, Smalling, Sean, der Defensive davor, Blind, Khedira, Fellaini, Di Maria und ebenfalls ein junger Spieler, und zwar James Wilson zusammen mit Chicharito Hernandez. Auf der Bank Spieler wie beispielsweise Nani und Sanabria für die Offensive, also auf jeden Fall Potenzial. Hinten war aber das Problem normalerweise bei United mit Chris Smalling, der sollte das Ganze stabilisieren. Es gelang ihm in der Anfangsphase nicht. Remy hier macht ein schönes Solo, ist ja überragend in Form, der Ball auf Reus, aber da kommt Campbell nochmal dazwischen und fast steht 1-0 bei Lindegaard. Damit rechnet, bleibt aber erstmal beim Unentschieden im St. James' Park. Danach passierte nicht mehr viel, allgemeine relativ highlight-arme Partie mal wieder. Beide Mannschaften neutralisierten sich mehr oder weniger, kamen nicht ja, bis vor das Tor, beziehungsweise nur bis zum 16er. Und ab dem 16er sah es dann ungefähr so aus wie hier bei Wilson. Es wurde nicht sonderlich gefährlich vor den beiden Gästen von Lindegaard und natürlich auch nicht von dem von Begovic. Und wenn, dann gab es immer über James Wilson und Chicharito, denn die versuchten es mehr als Campbell und natürlich auch dementsprechend als Loiremi. Hier mal ein schöner Schuss vom jungen englischen Nationalspieler. Allerdings ist Begovic natürlich wach und hält diesen Ball, wehrt ihn zur Ecke ab. Auf der anderen Seite gab es dann auch mal Eckball, der Kopfball aber abgewehrt. Und genau so sah das aus, wenn Newcastle sich in der Offensive versuchte. Kurzawa versucht sie mit dem Doppelpass mit Sippel. Und was er dann macht, das ist nicht sonderlich gut, denn der Ball geht ins Aus und es bleibt bei 0-0 und ohne Torgefahr. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sah das ein bisschen besser aus, allerdings auch nicht so viel besser. Khedira auf Wilson, er will nicht in den 16er reingehen, macht es dann schließlich doch. Der Ball nochmal auf Chicharito, allerdings stand der sowieso im Abseits, deswegen bleibt es bei 0-0 und Begovic muss so oder so nicht eingreifen. Zweite Halbzeit, Newcastle wurde jetzt stärker, kam über die Außen mit Niang, der stand da gerade, wie gesagt, im Rampenlicht, die Flanke in die Mitte und da ist Loiremi, klasse Kopfball und Lindegaard ist da. Es bleibt bei 0-0, Remy vergibt hier die größte Chance bis zu diesem Zeitpunkt in der Partie, auch wenn er da wenig hätte besser machen können. Die Ecke von Niang dann auf Sané, der Ball kommt nochmal vor ihn und Volley, nein doch nicht, Sippel nochmal mit der Chance, legt ab auf Campbell, Campbell versucht sich auch mit dem Schuss ebenfalls geblockt und Sané kann nochmal annehmen, versucht auch mit dem Schuss, aber wird vorher abgewehrt. Also Newcastle jetzt besser in der Offensive, spielte gut nach vorne, Remy mit dem Ball auf Campbell und der ist ja bekanntlich schnell, schneller als die Verteidigung, schneller als Smalling, der Schuss in die lange Ecke und Lindegaard ist da, es bleibt weiterhin beim Unentschieden. Die Flanke dann von De Jong zum zweiten Versuch kommt nicht mehr bei Remy an und es blieb dementsprechend beim 0-0, es blieb bei wenigen Chancen. Reus über außen, 75. Minute schon, immer noch 0-0, das war selten im St. James' Park, Flanke in die Mitte, da ist Campbell, kommt nicht ran. Es war einfach nicht der Tag der Offensivreihen, es war eher der Tag der Defensiven. De Jong ging dann nochmal raus, genauso wie Sippel. Für die beiden kamen dann Jan Maat, beziehungsweise natürlich auch der gute Callum Nightingale. Fiedler hat ihn in der Anfangsaufstellung erwartet, allerdings stand da halt 7 De Jong und an dem ging es nicht vorbei, auch wenn der nicht sonderlich gut gespielt hatte. Erstmal klärt jetzt hier Jan Maat den Ball aus der Verteidigung zusammen in Kooperation mit Aymeric Laporte und dann gab es die größte Chance, beziehungsweise den größten Aufreger in der zweiten Halbzeit. Eroberung von Young, der Ball auf Campbell, der setzt sich klasse durch Campbell, frei vor Lindegaard aus 8 Metern. Schießt er diesen Ball am Tor vorbei, das war ganz knapp, es war die größte Chance der Partie und es blieb weiter beim 0-0. Überraschenderweise. Remy da mit dem Ball auf Niang. Niang im 16er. Grätsche von Smalling ganz riskant. Kein Elfmeter. Remy kriegt nochmal den Ball. Versucht es nochmal, wird aber abgedrängt. Und letztendlich wurde aus dieser Situation dann nichts mehr. Es blieb also beim 0-0. Und das war überraschend, denn es war das Endresultat. Also, unentschieden, dass beiden nicht so wirklich weiterhilft. Newcastle schafft es nicht ganz, an Manchester City dran zu bleiben und Manchester United schafft es nicht weiter nach oben aufzuschließen. Ein relativ langweiliges Spiel im St. James' Park, das muss in den nächsten Wochen besser werden auf beiden Seiten. Ja, 0-0 ist jetzt nicht so das ideale Ergebnis, was ich haben wollte, aber gut, auch damit muss man leben. Ich weiß nicht, was ich großartig sagen soll. City hat gewonnen gegen Norwich, setzt sich dementsprechend ab und wir spielen in der nächsten Episode in der Champions League und zwar gegen PSG, also gegen Paris Saint-Germain. Cabella darf übrigens schon wieder am Training teilnehmen, dementsprechend hat es nicht so viel ja, Schmerzen quasi bereitet, außer halt die 3 Punkte. Vielleicht wäre es mit Cabella besser gelaufen, aber das ist alles Spekulation und darum soll es jetzt nicht gehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf die Champions League und wir sehen uns wieder, wenn ich aus Bulgarien da bin, mit dem FIFA 15 Karrieremodus. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.